Aufpassen auf Laden, die wir jetzt hier. Spitz, pass auf. Das war irgendwie zu wenig Grad. Na, wer kann sich leisten, 5 Knollen? Wer hat so viel Cash in die Tasche? Ich glaube, die haben alle unendlich viel Geld. Na, 80.000. Nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Merkisch. Und dieses komische Monster da besiegen. Da wollte ich eigentlich nicht lang, zu weit gegangen. 5 Tränke. Naja. Lass uns mal unser Glück versuchen. Ich wieder ausgespuckt. Das war leer und ja. Trifft mich, ne? Ja, ja. Wo muss ich mich hinstellen, damit er mich nicht trifft? Ah, ich hab ihn. Na super. Aber der dritte ist bestimmt schwer. Man muss es ja versuchen. Noch so ein doof Teil. Ah. Jetzt aber. Hab ich dich.
Soldatenpulver ist doch gut. Davon sammle ich bestimmt noch ein paar ein, dann muss mich das halt ändern. Ich sehe erst bei der Rückkehr. Da haben wir auch noch ein Plätzchen. Ja, vielleicht packen wir hier die. Ja, wieder eine Sackgasse. Hat der irgendwo geleuchtet? Ja. Ja! Wohl eine Lore, die abgestürzt ist, oder keine Ahnung, was es darstellen soll. Der hat mir ja ganz schön zugesetzt. Waldfrüchte ist auch nicht schlecht. Was sind die wert? Moment, 400. Und die hier? 300. Und die hier? 1500. Und die hier? Weiß ich nicht. 1800, das ist das Beste. Also würde ich sagen, gucken wir den hier nach da. Und den hier nach da. Und die zwei Schwobeldobel-Dinger. Platz. Was ist das wert? 300. Die waren ja nochmal gut wert. Das ist eh nur eine. Dann lieber die drei da. Naja, 500 war zu billig.
magische Holz könnte ich noch verwerten. Nee, nee, das bin ich noch da. Ja, das ist... Irgendwas hatte ich doch, was hier die neuen... Ach so. Was ist eigentlich, wenn ich zwei drauf zeigen lasse? Das geht doch gar nicht. Dann wird das zu Soldatenpulver. Ach nee, zerstört Fluch. Okay. Was ist das hier? Die guten Botaniknotizen. Was ist das? Verzweiflungsangriffsring. Ein Ring, der den die Angriffswerte um 50% steigert, wenn die LP unter 20% sinken. Ja, den kann ich nicht liegen lassen. Also was eigentlich nicht möglich ist, ist das hier. Weil das kann ja entweder das oder das werden. Bei Rückkehr wird Gegenstand in gezeigter Richtung zu diesem. Bei Rückkehr wird gezeigt in diesem. Das geht eigentlich nicht. Mal gucken, was passiert. Also, habe ich dann 9 Wasser zu oder das 1,8 ist das wert. Das ist ein ganz schönes Wagnis. Weiß es nicht. Habe ich dann 9-mal dieses Waldfrüchte oder habe ich 9-mal Nährstoffwasser? Ich will das jetzt wissen. So viel habe ich kein Problem. Man kann es schon mal anbringen. Bin ja mal gespannt. Moment mal.
Ach, jetzt sehe ich das. Hä? Also es wurde jetzt gemacht zu dem zu den Waldfrüchten, zu den teureren. Allerdings nur für 5 und nicht für 9. Weil wahrscheinlich mehr nicht reinpassen. Schon interessant. Ich dachte, ich krieg 9. Krieg ich aber nicht. Der hat mich behumst. Gucken wir uns an. Ja, ich habe hier nur 5. Weil ich hätte das nach da drauf stehen und das nach da drauf stehen. Und da hat er jetzt das genommen. Das teurere wahrscheinlich. Da hatte ich schon den richtigen Preis und hier für die. Schon den richtigen Preis. Ja, und der Ring. Ich habe jetzt hier diesen Ring. Gesundheit wird gestärkt. Aber ich werde so schwer wie ein Golem. Der liegt irgendwie bei 3000. Und der hier? Nicht weit drüber. Den Wanderer zu rufen. Wo ist denn jetzt der Golemring? Okay, 115. 300, 360. 300, oh, 60 aus. Und der hier? Angriffskraft von 50, wenn LP unter 20%, das habe ich aber selten. Und ansonsten hat er keine Auswirkung, oder? Nö. Nee. 186 macht ein bisschen langsamer, hat aber 360. Und der Glückring, na, ich glaube, ich lasse das mal so. Und ihm packt den Ring mal für den Fall der Fälle hier rein. Was ist denn da angekommen? Ach, die modifizierten Samen. Falls ich es doch noch schaffen sollte. Ja, okay. Auf die Laden, die bei euch geben da. Nur für 2,5 scheine ich die verkauft zu haben. Ich fand das nicht so teuer. 1,5 war zu billig. Die anderen kosten auch 2. Also.
Sonst war das doch immer noch okay mit Knolle 2,5. Oder? Na, verkauf doch mal. Zwei, drei ist so halbwegs. Naja, dann machen wir jetzt bei 2 draus. Da. Nee, doch nicht. Na, schön bezahlen. Das war's für heute, Leute. Wow, 120.000. Nope. Wo ist noch ein Sternchen da? Nein. Nein. Soldatensand, was das braucht? Kann ich mir nicht vorstellen, weil dann wäre es als Favorit gekennzeichnet. Ja, das ist. Ja, die will ich nicht verzaubern. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Das könnte ich noch verzaubern. Na, ich wollte das mal erstmal. Das Geld. Weil ich hier bin ja schließlich hier noch den. Typen auf der dritten Ebene liquidieren. Obwohl, dazu brauche ich natürlich auch Power. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr Power auf dem Schwert. Da habe ich wieder ausgespuckt. Die Pilze sind weg. Naja. So. Und irgendwie habe ich auch eine Karte geschenkt gekriegt. So dass ich weiß, ich muss jetzt zweimal rechts und dann immer hoch.
Den will ich haben. Das ist dumme Palme, schnell. Schießt. Er hat sich auf den oberen da eingeschossen, aus welchen Gründen auch immer. Judy. Ja, bring Stöckchen. Was ist das hier? Nehmen wir hoch. Oh, nerviges Leines. In den Abgrund gefallen. Nur mal der Test, ob es hier irgendwo geleuchtet hat. Nein. Ich will nicht zeigen nach unten. Noch nicht besonders viel wert. Naja, kann man mal sammeln. Oh oh, ich glaube, ich bin jetzt schon im Endlevel, oder? Oh oh. Immer schön auf Abstand und dann schießen, würde ich sagen.
Was soll mal meine Taktik sein? Sollte ich sie bezwungen haben. Der Schlüssel. Die Kiste. Ach, und sogar mein... So scheint es mir. Meine gesamte Energie habe ich wieder. Ja, dann kann ich ja endlich mal was anders machen, anstatt immer nur Waldlevel. Und wenn ich 120.000 voll habe, kann ich dann auch mein Laden. Gucken wir mal, was wir da jetzt noch alles drin haben. Alles kein Zauberzeug. Okay. Platz machen. Billigzeug wegschmeißen. Immer so ein klein bisschen kriege ich, aber es ist ein Drittel oder so. 30%. Uraltes Holz. Nicht so viel wert. Was ist das? Fleisch? Und das ist natürlich was wert hier. Egal wo das ist. Ich kenne dann sowieso Zeug. Botanik-Notizen, die können wir vielleicht irgendwie stapeln, können wir nicht. Das ist eh nicht viel wert, also. Die sind immer wie viel wert? Oh nee, den Ring kann ich nicht da lassen. Was macht der? Den krieg ich sogar hier oben hin. Was ist das wert? Ach, komm her. Die Verteidigung wird ein bisschen geschwächt. Jetzt ist die Frage, um wie viel. Pure Säure ist eh nichts wert. Dass man ja nicht die Kiste vergisst. Edge Badge, hab dich besiegt.